Hallo und willkommen beim Naturschutzkanal der KUB. Hand aufs Herz, verwendet ihr zu Hause auch noch solche Folien, um Speisen abzudecken? Dass die Welt gerade unter einer warmen Plastikflut versinkt, das weiß, glaube ich, inzwischen jeder. Und solche dünnen Plastikfolien, die man wirklich nur einmal verwendet, sollte man tunlichst vermeiden. Und auch die Herstellung von Aluminium ist wirklich sehr problematisch, da zur Gewinnung des Rohstoffs ganze Regenwälder abgeholzt werden und zusätzlich noch giftige Schlämme in die Umwelt gelangen. Wir brauchen eine Alternative. Die Alternative heißt Bienenwachstuch. Und wie man so ein Bienenwachstuch ganz leicht selbst herstellen kann, das zeigen wir euch heute. So ein Bienenwachstuch ist wirklich eine feine Sache. Zum einen riecht es sehr gut und es ist sehr schön in der Handhabung. Das ist einfach ein Baumwolltuch, das mit Bienenwachs getränkt ist. Und Bienenwachs wird weich durch unsere Körperwärme. Wir können also wunderbar damit zum Beispiel Schüsseln abdecken, da sich die Tücher durch die Körperwärme dieser Schüssel anpassen. Man muss es auch nicht weiter befestigen, es bleibt einfach da drauf. Bienenwachstücher sind auch antibakteriell, also bestens zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet. Wir zeigen euch heute, wie man solche Tücher leicht herstellen kann und was ihr dafür braucht, nämlich nur ein Baumwolltuch und etwas Bienenwachs. Bei der Stoffauswahl solltet ihr nur beachten, dass ihr 100%ige Baumwolle verwendet, am besten natürlich Bio-Baumwolle. Ihr könnt entweder alte Stoffreste nehmen, die ihr noch übrig habt, zum Beispiel von einem alten Bettlaken oder ähnlichem, oder ihr könnt euch Stoffe einfach in der Farbe und dem Muster besorgen, was euch gut gefällt. Ihr solltet nur dabei bedenken, dass die Stoffe durch das Bienenwachs etwas gelblicher werden. Wenn ihr es hier seht im Vergleich, die Farbe verändert sich etwas. Das solltet ihr beachten. Ich habe hier Stoffe in verschiedenen Größen zurechtgeschnitten. Ich habe einmal kleinere Stoffe genommen, das ist ungefähr 15x15 Maß für kleine Behälter. Dann habe ich nochmal 20x20 und 25x25 gemacht. Ihr guckt einfach bei euch zu Hause, für was ihr es gerne verwenden möchtet, für welche Schüsseln oder für welche Tätigkeiten. Und dann schneidet ihr den Stoff in dieser Größe zurecht. Bienenwachs kann man sich sehr gut im Internet bestellen, in Form von solchen kleinen Pastillen. Verwendet bitte nur Biowachs, dass ihr schließlich mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Und achtet beim Kauf darauf, dass es zur Kosmetikherstellung empfohlen wird und nicht zur Kerzenherstellung, da dieses Wachs nochmal eine Stufe reiner ist. Bienenwachs ist ein Naturprodukt, deswegen kann die Farbe variieren. Ihr seht hier, wir hatten drei Bestellungen, drei andere Farben, das ist ganz normal. Macht euch also keine Sorgen, wenn euer Bienenwachs etwas anders aussieht als meins. Die Form der Pastillen ist auch völlig egal, da wir sie sowieso aufschmelzen. Ihr könnt natürlich auch mal bei eurem Imker nachfragen, ob er vielleicht Wachs für euch hat. Das ist sicherlich auch gute Qualität. Die Tücher müsst ihr übrigens an den Seiten nicht versäumen, was sehr praktisch ist. Das übernimmt das Bienenwachs für euch. So, und jetzt zeige ich euch Schritt für Schritt, wie es funktioniert. Als erstes legt ihr das Tuch, das ihr euch ausgesucht habt, auf ein Backpapier. Dann schmelzt ihr die Bienenwachspastillen ein. Für so ein Tuch braucht man ungefähr 1 bis 2 Esslöffel. Ihr verwendet dafür bitte ein Wasserbad. Ich habe mich hier eins vorbereitet. Da gebe ich jetzt mein Bienenwachs rein und dann könnt ihr gleich mal gucken, wie schnell das Ganze schmilzt. Ihr seht, das Wachs fängt sofort an flüssig zu werden. Wenn ihr euer Tuch besonders geschmeidig haben möchtet, könnt ihr am Anfang noch etwas Öl auf dem Tuch verteilen. Ich nehme hier Jojobaöl, ihr könnt aber auch sehr gut Sonnenblumenöl verwenden. Dafür gebe ich einfach mit der Pipette ein paar Tropfen Öl auf mein Tuch. Ich mache das jetzt hier mal wellenförmig, ihr könnt es auch tropfenförmig machen. Nicht flächendeckend, sondern einfach etwas Öl darauf verteilen. Das vermischt sich dann später auf dem Tuch sehr schön mit dem Bienenwachs. Gebt bitte nicht das Öl mit zu den Bienenwachspastillen in den Topf, das gibt nur Schmiererei. Macht es bitte so wirklich direkt auf dem Tuch. So, ihr seht, man braucht gar nicht viel und es geht ganz schnell. Und als nächstes kommt dann das Bienenwachs darauf. Wenn euer Wachs dann geschmolzen ist, könnt ihr es einfach mit so einem Backpinsel einpinseln. So, es lässt sich relativ gut verteilen. Es wird nie ganz gleichmäßig werden. Übrigens macht euch da keine Sorge, das regeln wir alles im nächsten Schritt. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, ob es zu viel oder zu wenig Wachs ist. Das Ganze wird sich gleich nochmal verteilen, da wir das Tuch gleich nochmal bügeln werden. Das ist übrigens auch eine Sache, die ihr sehr gut auch mit Kindern machen könnt. Die Arbeit hier ist sehr einfach, auch das Öl verteilen. Und außerdem duftet es ganz toll und die Kinder kriegen einen ganz tollen Bezug zu solchen Tüchern. Damit sich das Wachs jetzt auch ganz regelmäßig verteilt, bügelt ihr es nochmal über. Dafür legt ihr wieder ein Backpapier oben drauf, damit es mit eurem Bügeleisen nicht in Berührung kommt. So, und dann wird das Ganze einfach gebügelt. So. Es verteilt sich das Wachs schön über das ganze Tuch. Vergesst nicht, die Seiten auch zu bügeln. Dann könnt ihr das Backpapier einfach auseinanderziehen. Und fertig ist euer Bienenwachstuch. Voila! Eine andere Methode ist, den ersten Schritt nicht via Einpinseln zu machen, sondern das Ganze im Backofen zu machen.
Das heißt, ihr gebt auch wieder erst ein bisschen Öl auf euer Tuch, wenn ihr das möchtet. Streut dann die Pastillen auf das Tuch und schiebt das Ganze für ungefähr 10 Minuten in den Backofen, bis alles geschmolzen ist. So, die Pastillen drauf, sodass überall ein paar verteilt sind. So, die Seiten wieder nicht vergessen. Und dann geht das Ganze bei etwa 90 Grad ab in den Backofen. Wenn alles aufgeschmolzen ist, dann wird auch wieder gebügelt und schon ist es fertig. Die Tücher eignen sich dann nicht nur zum Abdecken von Behältern, sondern ihr könnt auch sehr gut frische Sachen da drin einwickeln. Zum Beispiel so einen halben Apfel kann man damit wunderbar einwickeln und dann in den Kühlschrank geben. Das ist auch sehr praktisch, wenn ihr ein Picknick macht oder irgendwas mitnehmen wollt. Und ihr könnt ein Stück Käse einwickeln. Das Einzige, was ihr nicht einwickeln solltet, ist rohes Fleisch oder roher Fisch. Und wenn ihr Zwiebeln damit einwickelt, solltet ihr am besten immer das gleiche Tuch benutzen. Also so stark riechende Speisen, immer das gleiche Tuch, damit sich der Geruch übertragen kann. Wenn ihr das Ganze sauber machen wollt, nehmt ihr einfach ein bisschen heißes Wasser und wascht die Tücher ab. Wenn noch Reste dran bleiben, könnt ihr auch ein bisschen Spülmittel verwenden, aber das wirklich sehr sparsam. Am besten nur heißes Wasser und schon sind sie wieder sauber und lassen sich immer wieder verwenden. Falls die Tücher irgendwann ein bisschen spröde werden, könnt ihr einfach das Bügeleisen schnappen, vielleicht noch ein paar Tropfen Öl rübergeben, nochmal aufbügeln und dann sind sie wieder wie neu. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit euren Tüchern, viel Erfolg bei der Herstellung und bis zum nächsten Mal.